Servus Freunde und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal Sonic Gaming zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4. Ich hoffe, es geht euch gut. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge durften wir Ashley endlich befreien. Endlich, ja. Ich kann es kaum erwarten, sie zu befreien, ganz ehrlich. Und wir durften Osmond Saddler kennenlernen, den Führer dieser religiösen Gemeinschaft, der uns dann erklärte, dass wir den Parasit in uns haben, den Las Plagas, über den er natürlich die Kontrolle hat als Führer dieser Gemeinschaft. Und seid gespannt, was passiert, bleibt auf jeden Fall dabei. Und wenn ihr das Game selber zocken wollt, guckt unten in die Videobeschreibung. Dort ist das Spiel verlinkt und dort ist auch die Playlist verlinkt von dem gesamten Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Let's Play und wir legen sofort los. Uiuiuiui. Da steht eine ganze Horde, die auf uns erwartet. Aber nehmen wir mal das so, weil die, wo da drin sind, die Jungs, die sind gefährlich. Nein! Kannst du vielleicht mal sterben? Danke. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einmal Kopf, treten und achtmal Messer. Die hatten ganz schön was aus, die Jungs. Aber 5000. 5000 PTAS. Ich weiß bis heute nicht, was die Währung bedeuten soll. Du wartest, ja. Leon, shoot those barrels on that wagon. Ja, man muss die erstmal anlocken, weißt du. Der Trottel läuft nämlich schon mal dagegen. Der Trottel läuft auch dagegen. Den kann man schießen. Zack. So macht man das hier nämlich in der Hut. Waren das schon alle oder was? Ja, easy. So, wir checken nochmal die Kisten. Wieder befüllt. Sehr schön. Das Nest müsste auch wieder gespawnt sein. Jawohl. So. Ich muss kurz nachdenken, was als nächstes passiert, damit ich weiß, ob ich irgendwelche... Ich müsste doch jetzt eigentlich hier meine Lieblingswaffe kaufen können. Ja, nämlich neue Sachen. Die Red 9, meine Freunde. Das ist meine absolute Lieblingspistole. Vor allem, weil das Ultimate Tuning auch ziemlich nice ist. Die bekommt eine ziemlich hohe Feuerkraft. Deswegen verkaufen wir jetzt die Punisher. Und kaufen die Red 9. Machen wir eigentlich gerade egal. Machen wir so jetzt mal kurz. So, dann kaufen wir gleich die Schulterstütze. So, das hier hin. Jetzt haben wir die Schulterstütze, die brauchen wir, weil, ja, Leon ist ja eh ein bisschen zittrig unterwegs. Und da ist die Schulterstütze auf jeden Fall eine gute Idee. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Wir haben, glaube ich, sogar noch zwei Spieler gefunden. Genau. Okay, jetzt geht's ans Tunen. Ans Tunen geht's jetzt. Is that all? Thank you. Sonst tun wir nichts, glaube ich. Nee.
Legen den Fokus erstmal nur auf die Red 9. Come back at any time. Auf jeden Fall, mein Freund, auf jeden Fall. So. Oh ja. Ja, ja, ja. Das, also, die Waffe ist einfach. Einfach schön. Hört sich auch nice an beim Schießen. Herrlich. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt praktisch... Ja, genau. Wir müssen jetzt das Dorf wieder durchqueren. Und das war's eigentlich dann schon. Wait. Follow me. Das ist eine coole Tür, scheiße. Wait. Follow me. Nee. Vielleicht kann die damit hoch. Bitte komm mit hoch. Bitte. 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 Ja, sie kommen mit hoch. Perfekt. Wait. Hey, what are you looking at? Ja, ja. Beruhig dich. Das ist nämlich kein Spaß mehr hier langsam. Erstmal wegfahren von dem Parasit-Typ. Oh oh. Vielleicht kommen ja noch ein paar raus und dann können wir eine Blendgranate schmeißen. Okay, bei ihr passiert nichts. Ihm auch nicht. Okay, da ist zu. Mal gucken, ob hier oben gerade noch irgendwie was rumliegt oder so. Nee. Meistens bin ich hier immer nur schnell raus. Ah, sie kann ja nicht alleine runterspringen. Stimmt. So. Jetzt hat er doch was gedroppt. Muss man auch wegmachen, weil sie läuft einfach knallhart rein. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Komm weg, weg, weg. Das Ding ist nämlich, die weicht einfach gar nichts aus. Hier kann man sie wenigstens verstecken. RB. Okay. Dann mal schön durchladen. Ja.
War knapp. War knapp. Ah, shit. Shit, shit, shit. Och, es. Was ist mit ihr eigentlich? Bleib liegen. Diese Bären haben. Das haben sie mit Absicht so gemacht, damit der Abschnitt hier auch schön nervig wird. Jetzt können wir wenigstens in Ruhe alles einsammeln, solange sie versteckt ist. Und wir haben da keine Probleme. Wird dann erst in der Burg wieder schlimm. Oh ja, in der Burg wird es richtig schlimm. Oh ja. In keine Falle. Tu mir den Gefallen. Da kann ich leider nichts machen. Jetzt überlege ich halt, ob ich das Gewehr kurz tune, weil... Gewehr... Ja. Wir können mal nachgucken, wie viel Munition. Scharfschützengewehr könnte ich Munition tunen. Wir tunen mal beim Scharfschützengewehr Munition. What are you buying? Wo ist eigentlich auch nicht brauchen. What are you buying? Wir haben so viel Munition, das. What are you selling? Sturmgewehr. Nur ein Schuss? Kann ja gar nicht sein. Wir haben ein Sturmgewehr. Haben wir. Aber Sturmgewehr-Munition haben wir doch mehr, oder nicht? Hier. 18, 19 Gewehr, 68 Pistole. Ja, das reicht schon. Wir brauchen nichts tunen. Lassen wir's. Was wir machen jetzt mal. Dit. Und nix. Jetzt geht's nämlich rund hier. What are we gonna do, Leon? I hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin! Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first, before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look!
Ashley, upstairs. Okay, it's game time. So. Die Stelle finde ich auch nicht so geil. Aber wir uns ja ein bisschen Zeit verschaffen. Erstmal alles einsammeln. Das kombinieren wir gleich. Das kombinieren wir gleich damit. Und es kann losgehen. Befreiungsschlag machen. Leon, upstairs. Upstairs. Upstairs, sagt er. Da war ich zu gierig, da wollte ich noch die Munition holen. Notwendig. Ja, ey, also. Jetzt reicht's mir hier, gell? Das sind schon zwei. Ich muss nochmal hier Handy schmeißen. Und dann muss ich mich. Wir nutzen jetzt erstmal das hier. Nochmal heilen. Dann das hier machen. Dann hier aufräumen. Nachladen. Natürlich schuldest du mir was, Dicky. Sehr gut. Lädt er wieder nach. Das lohnt sich nicht für einen. Oh Gott. Das war 100 Pro kurz vorm Ende. 100 Pro. Ich hasse dieses Haus einfach. Dieses Haus ist einfach so ekelhaft. Okay, also nochmal. Warum kann ich eigentlich kein Erste-Hilfe-Spray kaufen? Kann mir das mal jemand erklären? Was das soll hier? Welcome. Oder konnte ich eins kaufen? Ich habe nicht geguckt. Got a selection of good. What are you buying?
Doch. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Schade. Okay, ja, dann müssen wir es halt so machen. Das bringt ja nichts. Dass ich bei, sobald ich gelb bin, gleich tot bin, das wundert mich irgendwie ein bisschen. Weil normal hast du immer so, überlebst du eigentlich immer mit 1% Leben. So als Last Hit praktisch. Aber das Ding ist halt mit diesen, mit den Parasiten ist halt echt scheiße. Ist halt einfach so. Grenade. Nochmal Schrot. Yes. Wie viele Parasiten kommen da eigentlich? Schon ein bisschen crazy. Leon, are you okay? Ja, ich bin okay. Alles gut. Wie geht es? Schon wieder einer. Das ist ja... Und sie rennen halt auch noch, damit du ja nicht wegkommst. Leon, upstairs. Ja, komm hoch, Junge. Dieser random Shit. Der Typ. Was soll ich denn machen, ey? Die halten halt so viel aus, die Scheißviecher, du. Das ist abnormaler Scheiß. Ja, ich brenne nur ein bisschen. Ich glaube, wenn er das sagt, ist echt gleich vorbei. Das war's, glaube ich.
this. Tausende kommen da. Tausende. Nein, ihr kommt hier nicht rein. Ihr kommt hier nicht rein. Shit. Ja. Yeah. Da hat mich mal wieder die Animation gerettet. Sehr schön. So, wieder unten raus. Puh. Das war ja was. Das war ja was. So. What do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Ja, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. War ziemlich anstrengend. Haben ein bisschen gesagt am Ende, aber ja, war ja auch eine schwere Stelle, gell? Aber wirklich meine absolute Hassstelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auf jeden Fall ein, lasst ein bisschen Support da, ich würde mich echt freuen. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns, haut rein.